Bonn, 23. Februar 1970. Der israelische Außenminister Abba Eban besucht Willy Brandt. Der Bundeskanzler ist nervös. Seit Tagen erschüttern anti-israelische Anschläge die Bundesrepublik. Die Täter? Palästinensische Terroristen. Auf dem Militärflughafen Köln-Wahn steht ein Flugzeug mit Ziel Tel Aviv. Die Maschine hat Startverbot. An Bord die Fußballmannschaft von Borussia Mönchengladbach. Dann hat die Mannschaft einheitlich gesagt, wir gehen nicht nach Israel, das ist viel zu gefährlich, das machen wir nicht. Das war so wichtig für Deutschland, dass wir sind dann mit Willy Brandts Flugzeug dahin geflogen. Ein Fußballspiel, an das niemand geglaubt hat, das nie im Fernsehen übertragen wurde und von dem nur noch wenige alte Super-8-Aufnahmen existieren. Ein Fußballspiel, das ein Wendepunkt in den deutsch-israelischen Beziehungen war, wichtiger als die meisten diplomatischen Bemühungen zuvor. Es ist ein einzigartiges Filmdokument, das der ehemalige Fußballprofi von Borussia Mönchengladbach, Herbert Laumen, auf seinem Dachboden wiederentdeckt hat. Er hat damals die Reise gefilmt. Flugzeiten und Flugroute sind geheim. Die Piloten sind Majore der Bundesluftwaffe. Für Günter Netzer und die anderen Spieler ist es eine Reise ins Ungewisse. In uns steckte natürlich, dass alles, was wir über Israel wussten und gelernt hatten, wir waren ja nicht außerhalb dieser Welt, wir wussten schon, was Israel für eine Bedeutung hatte. Tel Aviv, 50 Jahre später. Mordechai Mottele Spiegler ist die Fußballlegende Israels, ähnlich wie Günter Netzer in Deutschland. Ich lebe nicht hier, ich bin nicht jede Woche hier. Und plötzlich kommen all diese Menschen und erzählen mir von meiner Karriere. Mit so viel Liebe und Sympathie. Das ist sehr berührend. Im Bloomfield-Stadion von Tel Aviv sollte 1970 das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und der israelischen Nationalmannschaft stattfinden. Doch um ein Haar wäre es gescheitert. Das war eine sehr unruhige Zeit. In den späten 60ern lebten wir mit dem Trauma der Vergangenheit. Wir sollten keine deutschen Autos fahren. Wir sollten keine Zahlungen vom Bundestag annehmen und so weiter. Und warum dann gegen die Deutschen Fußball spielen? Es gibt immer extreme Menschen, die dich auf die andere Seite ziehen wollen. Und es gibt andere wie mich. Ich war glücklich, spielen zu können. Mordechai Spiegler spielte gegen die berühmte Fohlenelf. Mit ihrem Kapitän Günter Netzer, mit Herbert Laumen, Hacki Wimmer, Ulrich Lefebvre, Berti Vogts und dem legendären Trainer Hennes Weisweiler. Seine zweite Ehefrau Gisela hat ihn auf vielen seiner Stationen begleitet. In Tel Aviv besucht Gisela Weisweiler ihre Freundin Shoshana Schaffer, die Ehefrau des damaligen israelischen Nationaltrainers Eddie Schaffer. Hallo, Shoshana. Shoshana Schaffer zeigt Gisela Weisweiler gemeinsam mit ihrem Sohn Moshe Schaffer alte Fotos und Erinnerungsstücke aus der Zeit, als ihre Männer die diplomatische Welt in Erstaunen versetzten und Fußball Feindschaften überwand. Das kann ich jetzt nicht lesen. Es war das Verdienst von zwei überragenden Fußballtrainern. Eddie Schaffer und Hennes Weisweiler.
Die beiden treffen sich 1958 an der Sporthochschule in Köln. Weisweiler bildet hier Trainer aus und Schaffer ist sein eifrigster Schüler. Die zwei werden Freunde, obwohl ihre Geschichte unterschiedlicher nicht sein könnte. Hennes Weisweiler wurde 1919 in Lechenich bei Köln geboren. Sein Vater war Prokurist in einer Braunkohlegrube. Seine Eltern hatten eine Wohnung gemietet bei einer Familie, die Juden waren. Und daher war Hennes sehr früh schon verbunden mit der Kultur der jüdischen Gemeinschaft. Und was er mir erzählt hat, wenn das Wochenende kam und die Juden dürfen ja bestimmte Stunden keine Aktionen tätigen, da musste Hennes das Licht an- und ausknipsen, weil das war schon Arbeit. Und so hat er eigentlich die jüdischen Gepflogenheiten kennengelernt, schon sehr jung, eigentlich als kleines Kind. In seiner Jugend, hier 1933, spielte Hennes Weisweiler beim VfB Lechenich. Sport wurde damals von den Nazis instrumentalisiert. Die Sporthistoriker Mosche Zimmermann und Lorenz Pfeiffer erforschen seit Jahren die Wechselwirkung von Sport und Politik. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten haben die deutschen Vereine und Verbände damit begonnen, ihre jüdischen Sportlerinnen und Sportler von heute auf morgen auszuschließen, weil sie halt Juden waren. Und das ist ein Prozess gewesen, der sich dann weiter fortgesetzt hat, natürlich in der Gesamtgesellschaft. Aber der Türöffner, das ist der deutsche Sport gewesen. In der Reichspogromnacht erlebt der 18-jährige Hennes, wie das Haus der jüdischen Familie, in dem er in seiner Kindheit gewohnt hat, von den Nazis verwüstet wird. Weisweiler sollte es sein Leben lang nicht vergessen. In seinen Erinnerungen schreibt er 50 Jahre später: Ich weiß nicht mehr, wie ich in jener Nacht nach Hause gekommen bin. Ich war vollkommen aufgewühlt. Was sollte dies bloß alles? Zu was würde es führen? War ich feige, dass ich mich nicht für unsere Freunde eingesetzt hatte? Und irgendwo tief in meinem Innern war auch ein Schuldgefühl. Er hatte ein Herz für das Land, für die Menschen. Und er wollte unseren Sport, unseren Fußball gerne auch in Israel wiedergeben. Emanuel Eddie Schaffer wächst in Recklinghausen auf. In diesen Straßen lernt er Fußball spielen. Seine Familie kommt aus dem polnischen Galizien. Der Vater ist Handelsvertreter einer Ölgesellschaft. Eddie besucht die jüdische Volksschule. Aus seiner Kindheit gibt es keine Fotos. Die Familie flieht vor den Nazis, als Eddie 11 Jahre alt ist. Vater, Mutter und seine drei Schwestern werden von den Nazis umgebracht. Nur Eddie überlebt. Seine Familie, dort wo sie im Ghetto war, wurde vernichtet im Rahmen der sogenannten Endlösung der Judenfrage. Der Junge aus dem Ruhrgebiet landet in einem sowjetischen Lager. Seine spätere Frau Shoshana überlebt in der Ukraine. Ich war in einem Arbeitslager. Als die Nazis kamen, informierte der Lagerleiter die Eltern, dass sie uns Kinder verstecken sollten. Auch als das Lager vernichtet werden sollte, warnte er uns. Wir flohen zu Ukrainern, die uns versteckten. Eddie Schaffer geht nach dem Zweiten Weltkrieg zuerst nach Polen. Er spielt beim jüdischen Club Bilowa. 6 Millionen Juden wurden von den Nazis ermordet. Shoah-Überlebende wandern nach Palästina aus. 1948 wird der Staat Israel gegründet. Eddie Schaffer zieht 1950 völlig mittellos von Polen nach Israel und schlägt sich als Hafenarbeiter in Haifa durch. Shoshana und Eddie lernen sich kennen und heiraten 1953. Hennes Weisweiler wird derweil Ausbilder für Fußballtrainer an der Deutschen Sporthochschule in Köln.
Weisweiler systematisiert das Training, lehrt Taktik, übt die deutschen Tugenden Ausdauer, Kraft und Disziplin. Eddie Schaffer beschließt, bei Weisweiler in Deutschland den Trainerschein zu machen. Seine Frau Shoshana ist fassungslos. Er hatte verstanden, dass er seine Eltern nicht zurückholen kann. Niemand kann sie zurückholen und niemand kann ändern, was in der schrecklichen Zeit passiert ist. Das Leben geht weiter. Und er entscheidet sich, Fußballtrainer zu werden. Und er will beim Besten lernen. Und der Beste damals war Hennes. Schaffer absolviert den einjährigen Lehrgang erfolgreich. Die Ausbildung finanziert er sich als Trainer beim Verbandsligisten SV Rhenania 05 Würselen. Weisweiler und Schaffer sind weiter befreundet. Schaffer will in Deutschland arbeiten. Doch im Westdeutschland der 1950er Jahre wird der Holocaust totgeschwiegen. Shoshana kann nicht im Land der Täter leben und überredet ihren Mann, nach Israel zurückzukehren. Die Shoah war noch sehr nah. Das war sehr nah. Das war 15 Jahre nach dem Holocaust. Das war 1960. Nach der Shoah und mit ein kleines Kind. Vor der Rückreise nach Israel verabreden Schaffer und Weisweiler, dass sie Fußballspiele zwischen ihren deutschen und israelischen Mannschaften organisieren wollen. Doch die politischen Umstände sprechen gegen die Pläne der beiden Fußballfreunde. Israel ist von feindlichen Staaten umgeben und kämpft um sein Existenzrecht. 1960 wird der Nazi-Verbrecher Adolf Eichmann in Argentinien entdeckt. In Jerusalem wird ihm der Prozess gemacht. In Deutschland beginnt mit den Auschwitz-Prozessen die Aufarbeitung der Vergangenheit. Ab 1965 gibt es zwischen der Bundesrepublik und Israel erstmals diplomatische Beziehungen. Asher Ben-Natan ist der erste israelische Botschafter in Bonn. Im selben Jahr steigt Borussia Mönchengladbach mit seinem Trainer Hennes Weisweiler in die Bundesliga auf. Weisweiler hat den Fußball in Deutschland professionalisiert und die Spielweise revolutioniert. Ich bin ein Freund des Offensivfußballs. Mit seiner jungen Mannschaft vollbringt er fußballerische Wunder. Unsere Zauberformel, wenn man es so nennen kann, ist Arbeit, echte Arbeit und Zusammenhalt in der Mannschaft. Er hat Borussia Mönchengladbach gemacht. Er hat auch mich gemacht und andere Spieler gemacht. Er war verantwortlich für diese große Geschichte Borussia Mönchengladbach. Er war ein Jahr Trainer und wir sind mit ihm direkt in die Bundesliga aufgestiegen. Und dann sind wir stetig nach vorne marschiert. Wir waren zweimal hintereinander Achter, zweimal hintereinander Dritter und dann zweimal hintereinander Meister. Herbert Laumann war seit der Jugend bei Borussia Mönchengladbach und schoss 97 Bundesliga-Tore. Hennes Weisweiler war eine Vaterfigur. Er hat die Spieler mit in die Verantwortung genommen. Und daher finde ich, dass Weisweiler damals schon ein ausgezeichneter Trainer war, der seinerzeit damals voraus war. Mit den deutschen Trainingsmethoden ist Eddie Schaffer in Israel erfolgreich. Mit der Jugendauswahl von Israel gewinnt er dreimal die Asienmeisterschaft. Seine größten Erfolge bei den Olympischen Spielen und bei der WM in Mexiko sollten noch kommen. Die Freundschaft zu Weisweiler bleibt über all die Jahre bestehen. Der Kontakt wurde immer intensiver und dann hat man vereinbart, dass man vielleicht auch mal ein Spiel in Israel austragen kann. Die Trainer haben das im Grunde beschlossen. Und danach wurde geprüft, ob man das auch wirklich in die Tat umsetzen kann. Die politischen Bedingungen rund um so einen Besuch einer deutschen Mannschaft in Israel waren damals noch relativ schwierig. Der Auftritt einer deutschen Fußballmannschaft in Israel ist die Quadratur des Kreises. Doch Weisweiler und Schaffer geben nicht auf. In den Dokumenten entdecken Gisela und Shoshana einen alten Brief. Lieber Eddie, endlich komme ich dazu, dir recht herzlichen Dank zu sagen für deine Kiste Apfelsinen und deinen Brief. Ich hoffe, dass du weiter mit großem Erfolg beim Verband tätig bist. Leider bestehen zwischen unseren Ländern immer noch keine so guten Beziehungen. Das
Fußballmannschaften gegeneinander spielen können. Dennoch meine ich, dass ich persönlich in näherer Zukunft irgendwie dich mal besuchen werde. Hennes hat das am 19.04.67 in Köln geschrieben. Wenige Wochen später, am 5. Juni 1967, beginnt der Sechstagekrieg. Die eigentliche zeithistorische Zäsur für all das, was sich dann in den 70er Jahren abgespielt hat, war das Jahr 1967, der sogenannte Sechstagekrieg, dass nämlich die Israelis befürchtet haben, und das mussten sie befürchten, weil das auch entsprechend angekündigt worden war, dass sie von Ägypten überfallen werden würden. Und man hat damals dann einen Präventivkrieg gegen Ägypten und Jordanien und so weiter geführt und diesen Krieg gewonnen. Die israelische Armee erobert Ostjerusalem, den Gazastreifen, die Golanhöhen, die Sinai-Halbinsel und das Westjordanland. Der Krieg stärkt das Selbstbewusstsein Israels. Doch der Nahostkonflikt ist bis heute nicht gelöst. Und der Plan von Weisweiler und Schaffer ist 1967 in weite Ferne gerückt. Dieser Krieg endete ja damit mit einem Gebietsverlust, und zwar der Palästinenser. Und daraus haben bestimmte radikale Palästinenser einen Schluss gezogen, dass man etwas auf eigene Weise militärisch dagegen unternehmen müsse. Und diese Konsequenzen könnten nicht darin bestehen, jetzt Kommandoaktionen durchzuführen, weil man den Israelis militärisch hoffnungslos unterlegen sei, sondern man müsste Nervpunkte treffen und hat deshalb vorgeschlagen, Flugzeuge zu entführen. 1969 beginnt eine Welle von Flugzeugentführungen durch die palästinensische Befreiungsbewegung PLO. Im selben Jahr wird Willy Brandt Bundeskanzler. Der Sozialdemokrat, der selbst vor den Nazis flüchten musste, will eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel und das jüdische Volk um Vergebung für die Verbrechen der Deutschen bitten. So wahr mir Gott helfe. Als Brandts Außenminister Walter Scheel 1971 Israel besucht, will auch er auf diplomatischem Wege eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel herstellen. Er wird mit wütenden "Wir vergessen nicht" Rufen empfangen. Wenn Normalisierung mit Vergessen zu tun hat, dann bedeutet das, dass die Geschichte irgendwie beseitigt wird. Die Geschichte der Shoah, die Geschichte der Vertreibung der Juden aus Deutschland, die Geschichte des Antisemitismus. Wenn es so verstanden wird, ist selbstverständlich Normalisierung gleich, Verdrängung der Geschichte. Weisweiler und Schaffer halten an ihrem Plan zur Normalisierung der Beziehungen fest. Sie wollen ein Freundschaftsspiel der Borussia in Israel. Weisweiler ist mit seiner jungen Mannschaft auf dem Weg zur ersten deutschen Meisterschaft. Eddie Schaffer steht mit der israelischen Nationalelf kurz vor seinem größten Triumph als Trainer. Israel ist bei der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 1970 in der Ozeaniengruppe. Mit einem 1:1 in Australien schaffen sie den Einzug zum Turnier in Mexiko. Wesentlichen Anteil am Erfolg der Mannschaft hat Mordechai Spiegler, die Nummer 10 aus Israel. Since Schaffer times. Seit den Zeiten von Eddie Schaffer konnte kein Trainer unsere talentierten Spieler wieder zu so einem erfolgreichen Team formen. To know how to compete as a team. Eddie Schaffer ist jetzt in Israel so populär, dass er Politiker und Offizielle überzeugen kann. Zwischen dem israelischen Fußballverband und dem Vorstand von Borussia Mönchengladbach wird ein Freundschaftsspiel vereinbart. Termin? 25. Februar 1970 im Bloomfield-Stadion in Tel Aviv. Doch zwei Wochen zuvor, am Faschingsdienstag 1970, explodieren auf dem Flughafen München-Riem Handgranaten. Schüsse fallen. Ein palästinensisches Terrorkommando versucht, eine Maschine der israelischen Fluggesellschaft El Al zu entführen. Der Flugkapitän stellt sich den Terroristen in den Weg.
Die Terroristen werfen eine Handgranate in den wartenden Bus. Der israelische Ingenieur Ariel Katzenstein wirft sich auf die Handgranate. Er rettet zahlreichen Menschen das Leben. 11 Menschen sind verletzt. Ariel Katzenstein ist tot. Wenige Tage später kann eine zweite Entführung einer El Al-Maschine verhindert werden. Die Gladbacher beobachten die Entwicklung mit Sorge. Werden sie nach Israel fliegen können? Also ich glaube, dass diese Spieler, diese Mannschaft auch wirklich beängstigt sein musste. Denn das war nicht aus dem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang nicht abzusehen, was als nächstes passieren würde. Die bayerische Landeshauptstadt ist entsetzt. Der Krieg aus Nahost ist in Deutschland angekommen. Am 13. Februar 1970 steht das jüdische Gemeindezentrum in München in Flammen. Das obere Stockwerk der Reichenbachstraße 27 brennt aus. Unbekannte haben im hölzernen Treppenhaus mehrere Kanister Benzin entzündet. Eine menschenverachtende Falle für die Bewohner. Das waren vor allen Dingen die Holocaust-Überlebenden aus einem Seniorenheim. Es hat 7 Todesopfer dort gegeben. Und das ist der schrecklichste Anschlag gewesen, den es nach 1945 auf in der Bundesrepublik lebende Juden gegeben hat. Ein antisemitischer Anschlag in Deutschland. Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel und Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher sind entsetzt. In der jüdischen Gemeinde in München hat der Brandanschlag 25 Jahre nach der Shoah Bestürzung ausgelöst. Charlotte Knobloch hat das Geschehen in schrecklicher Erinnerung. Menschen, die die Konzentrationslager überlebt haben, sind dort zu Tode gekommen durch diesen Brandanschlag. Ich kannte jeden Einzelnen sehr, sehr gut, weil ich war zwar nicht so in Amt und Würden, wenn man das so sagen darf, wie ich heute bin, aber ich habe sehr im Sozialbereich, sehr mit den Menschen dort Kontakte gehabt. Bis heute verfolgt der Anschlag den damaligen Münchner Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel. Die Stadt war sehr betroffen, aber es ist bis heute unklar, wo eigentlich die Täter, die diesen Brandanschlag verursacht haben, wo die waren. Und man hat auch nicht feststellen können, ob sie etwa der linken Extremszene zuzuordnen sind oder ob sie ausschließlich antisemitischen Beweggründen zuzuordnen sind. 2 Tage vor dem geplanten Abflug der Borussen nach Tel Aviv explodiert eine Paketbombe im Frachtraum einer Austrian Airlines-Maschine. In 9000 Meter Höhe reißt die Bombe ein Loch in den Rumpf der Karavelle. Der Pilot kann das Flugzeug in Frankfurt notlanden. Die Maschine war auf dem Weg nach Tel Aviv. 2 Stunden später stürzt eine Swissair-Maschine ebenfalls auf dem Weg nach Tel Aviv in der Schweiz ab. Alle 47 Insassen und Besatzungsmitglieder kommen ums Leben. Wieder war eine Paketbombe explodiert. 17 Minuten lang hatte der Pilot versucht, die Maschine notzulanden. Vergeblich. Beide Bomben wurden von denselben palästinensischen Tätern aufgegeben. Nach monatelanger Vorbereitung durch Verein und Verbände wollen die Spieler der Borussia jetzt nicht mehr fliegen. Die Spieler haben das ausgedrückt, was ihre Frauen zu Hause oder die Familien diskutiert haben. Dass sie gesagt haben, so kurz nach dem Attentat, um Gottes Willen, da könnt ihr doch nicht hin. Diese Angst war permanent vorhanden und die war auch sehr vordergründig vorhanden. Wir Spieler und unsere Frauen, die sagen, nein, wir gehen nicht nach Israel. Da waren alle Familien, die waren nervös. Ja? Könnte das mit uns passieren? Wir kleinen Gladbacher gehen da gleich anschließend zu einem Besuch nach Israel. Das war schon, wurde schon heftig diskutiert und die einheilige Meinung war eben, das nicht zu tun. Auch im Bonner Regierungsviertel herrscht Aufregung.
In einem Schreiben des Auswärtigen Amtes heißt es, das geplante Spiel drohte an der Unsicherheit im Flugverkehr mit Israel zu scheitern. Einen Tag nach den Flugzeugattentaten und kurz vor dem Flug der Borussen 11 nach Tel Aviv kommt mit Abba Eban zum ersten Mal ein israelischer Außenminister nach Deutschland. Und der Flug droht zu platzen. Gerade jetzt, wo Willy Brandt einer Normalisierung der Beziehungen zu Israel näher kommt. In Bonn liegen die Nerven blank. Im Schreiben des Auswärtigen Amtes heißt es, die deutsche Botschaft berichtete, dass Israel die Durchführung des Spieles als Prestigefrage ansehe, die Absage deshalb eine stark negative Auswirkung hätte. Das wäre mit Sicherheit ein Gesichtsverlust auch der deutschen Politik gewesen, wenn man dieses Spiel kurzfristig abgesagt hätte. Diesen diplomatischen Fauxpas gegen Israel will Willy Brandt unbedingt verhindern. Am Sonntag wird 12 Stunden lang verhandelt und beratschlagt. Dann sprechen Willy Brandt und der damalige Verteidigungsminister Helmut Schmidt ein Machtwort. Sie beschließen, dass ein Flugzeug der Bundeswehr eingesetzt wird und die Maschine ohne Kennzeichen fliege und die Piloten in Israel in Zivil auftreten würden. Das widerspricht natürlich allen Vorschriften. Doch Brandt und Schmidt sind sich einig, dass Politik manchmal ungewöhnliche Maßnahmen erfordert. Das Außenministerium wird von dieser Entscheidung offensichtlich nicht unterrichtet. Am Montag früh werden die Spieler heimlich mit einem Bus von Mönchengladbach zum Militärflughafen Köln-Wahn gebracht. Die Maschine soll um 11 Uhr starten. Da kommt um 10.45 Uhr ein Startverbot. Ein Legationsrat des Außenministeriums hat Wind von dem Flug bekommen und stoppt den Abflug. Er halte den Flug für nicht vereinbar mit den Richtlinien, wonach jeglicher Kontakt deutschen militärischen Personals und Materials mit Israel zu vermeiden sei. Das Startverbot kann nicht aufgehoben werden, da das Treffen zwischen Außenminister Walter Scheel und seinem Staatsgast bereits im Gange ist. Und alle in Betracht kommenden Herren in der Besprechung des Ministers mit Abba Eban waren. Eine groteske Situation. In seiner Not hat der Legationsrat den Staatssekretär in dieser Sitzung aufgesucht und um Entscheidung gebeten. Dieser erklärt, dass der Start im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt erfolge und jetzt nicht mehr zurückgehalten werden sollte. Eine diplomatische Krise wird gerade noch einmal abgewendet. Wir waren dann die erste Mannschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, die nach Israel ging. Die Hoheitszeichen werden schließlich nicht abgeklebt, doch die Flugroute ist streng geheim. Das war dann schon eine Konstellation, die er persönlich für wichtig hielt. Der Mann, Willy Brandt, der auf die Knie fiel in Warschau. Einige Jahre später, das zeigt, wie er auch rein gefühlsmäßig und emotional mit diesen Themen verbunden war. Während des Flugs darf Herbert Laumann mit seiner Kamera ins Cockpit zu Kapitän Major Jungklausen. Co-Pilot Major Keilmann erklärt die Flugroute von Köln Richtung Nizza, dann übers Mittelmeer nach Kreta und Tel Aviv. Wir haben dann ab und zu mit dem Piloten vorn gesprochen. Und der wusste auch nicht so, ob das alles so glatt ging und wie er da aufgenommen wird. Jedenfalls hat er gesagt, macht ganz, ganz schnell, dass er hier rauskommt, damit ich wieder losfliegen kann. Bereits um 22.35 Uhr landet die leere Bundeswehrmaschine wieder in Köln-Wahn. Während die Spieler in Tel Aviv noch etwas skeptisch sind. Das Bloomfield-Stadion ist mit 22.000 Zuschauern bis auf den letzten Platz ausverkauft. Die Kapitäne Günter Netzer und Mordechai Spiegler tauschen die Wimpel. Und der FIFA-Schiedsrichter Moshe Mizrahi pfeift die Begegnung an. Berti Vogts, Haki Wimmer, Ulrich Lefebvre und Herbert Laumann stehen in der Anfangsaufstellung. Von der ersten Minute an waren wir topfit und haben da ein Spiel hingelegt, was seinesgleichen suchte. Bereits in der 8. Minute schießt Ulrich Lefebvre das 1:0. Und dann haben wir uns gedacht, okay,
jetzt brennen wir hier ein Feuerwerk ab. Das haben wir gemacht. Wenn wir einen guten Tag erwischt haben, wären wir schwerlich von der besten Mannschaft der Welt zu schlagen gewesen. They go. Full gas. Die geben richtig Vollgas. Und sie geben dir das Gefühl, dass es unmöglich ist, sie zu schlagen. It's impossible, to beat them. Noch in der ersten Halbzeit schießt Herbert Laumen die Tore zum 2 und 3 zu 0. Es lief grandios an diesem Abend. Das Bällchen lief wie am Schnürchen, wie man so schön sagt. In der zweiten Halbzeit erzielt Hacki Wimmer das 4 zu 0. Die Leute waren einfach begeistert von uns. Und da fiel auch nur ein Tor nach dem anderen. Schöne Tore dazu. Der Chef persönlich, Günter Netzer, macht dann das 5 zu 0. Das war natürlich, ich glaube, eines der besten Spiele, die wir je gemacht haben damals. Wir lernten viel von diesem großartigen Team Mönchengladbach. Mit Hannes Weisweiler, Günter Netzer, Berti Vogt. Wow. Berti Vogt trifft in der 90. Minute dann zum 6 zu 0 Endstand. Das war eines der großartigsten Spiele, das Israel je gesehen hat. Und am Schluss standen die Zuschauer auf den Barrikaden. Die standen auf den Bänken und haben uns zugejubelt, uns jungen Leuten, die etwas getan haben, was kein Mensch für möglich gehalten hat. Müssen Sie sich mal vorstellen, nach all diesen Jahren, 25 Jahre nach der Kriegsende, werden wir gefeiert von diesem Volk, das nun wirklich eine fürchterliche Geschichte mit uns hatte. Und das fanden wir also wirklich unglaublich, was da passiert ist. Nach dem Spiel, als wir geduscht haben und so weiter und sollten mit dem Bus wegfahren, da standen die israelischen Zuschauer da draußen und hat meine Mannschaftskameraden umarmt und hochgehoben. Und einige von denen haben Tränen in den Augen gehabt, von meine Mannschaftskameraden. Ja, das war emotionell. Die deutsche Presse berichtet begeistert. Da hat jeder hingehorcht, auch in Deutschland, und hat sich gefreut eigentlich, dass die Fußballer da in Israel sind. Also da hat Willy Brandt auch politisch sich sehr positiv verhalten und hat also das, was er zur Verfügung hatte, um Menschen anzusprechen, die Fußballmannschaft unterstützt, dass sie Israel besuchen und in Israel spielen. Israel feiert Mönchengladbach. Eine großartige Erfahrung, die sich ins Gedächtnis der 20.000 Zuschauer brennen wird. Borussia Mönchengladbach spielte einen schnellen, starken und präzisen Fußball. Angeführt von Günter Netzer, unterstützt von Berti Vogts. Man war nicht erzürnt darüber, dass man verloren hat. Man war verwundert darüber, wie gut der deutsche Fußball ist. Und wenn der deutsche Fußball so gut ist, dann sind die Deutschen auch gut, sozusagen. Der deutsche Botschafter in Israel. Der hat uns mitgeteilt, ich muss jetzt mal sagen, Jungs, was ihr hier gemacht habt, für mich, für unser Land, das ist derartig außergewöhnlich. Das hat bisher kein Mensch fertiggebracht, nur annähernd eine solche Akzeptanz zu schaffen für unser Land. Das war eine gelungene und große Tat, die ich heute hier gesehen habe. Und ich danke euch sehr dafür. Auch für Mordechai Spiegler hat dieses Spiel vieles verändert. Ich kam nach Israel, als ich 5 Jahre alt war. Das war 1949. Ich wurde in Russland gegen Ende des Zweiten Weltkrieges geboren. Mein Vater ein Held, meine Mutter eine Heldin, der Hölle entronnen. Meine erste Weltmeisterschaft war 1954 in der Schweiz. Und im Finale gewann Deutschland 3:2. Ich hörte Radio und ich weinte. Ich weinte, denn in einer osteuropäischen jüdischen Familie darf Deutschland niemals gewinnen. Deshalb weinte der Junge. 1974 gewann Deutschland wieder die Weltmeisterschaft gegen Holland.
Ich sprang auf vor Glück, als Deutschland gewann. Warum? Weil ich mittlerweile Freunde in der deutschen Mannschaft hatte. Günther, ich kannte Franz, Berti. Das zeigt nicht nur etwas über mich, sondern über die Welt. Es zeigt, was Fußball für die Menschlichkeit erreichen kann. Fußball, nur ein Spiel. Mit 10 Jahren hasste ich die Deutschen. 20 Jahre später Liebe und Glück. Bis heute. 20 years later, love and happiness. Until today. Historiker und Politiker sind sich einig, dass dieses Spiel der Wendepunkt in den deutsch-israelischen Beziehungen war. Was Diplomatie in 25 Jahren nicht erreicht hatte, schaffte ein Fußballspiel in nur 90 Minuten. Ein Aufeinanderzugehen von Deutschland und Israel, von Tätern und Opfern nach der Shoah. Das war die erste Brücke. Und danach waren die Sportbeziehungen sind wirklich deutlich entwickelt. Und ich denke, dass hier Herr Hennes Weisweiler und mein Vater haben, ich denke, sie haben den ersten Stein von dieser Brücke gemacht. Bis heute sind die Familien Schaffer und Weisweiler befreundet. Hallo, hallo. Hallo, Avi, wie schön, nice dich zu sehen. Ich habe das Gefühl, deinen Vater zu treffen. Du siehst aus wie er. Das freut mich. Dein Mann war für uns eine Legende. Das höre ich gern. Ich war damals 10 Jahre alt, aber das werde ich nie vergessen. Denn es war wirklich etwas Besonderes. Eine deutsche Mannschaft kommt nach Israel. Das alte Bloomfield-Stadion war ausverkauft. Und Mönchengladbach kam. Das war wie heute Barcelona. Das deutsche Barcelona. Edi Schaffer wird noch immer verehrt und geschätzt. Auch in seinen Widersprüchen. Auf der einen Seite musste mein Vater vor den Deutschen in der Nazizeit fliehen. Auf der anderen Seite bewunderte er die Deutschen. Er bewunderte die deutsche Mentalität, die Ernsthaftigkeit der Deutschen. Wie sie planen, wie sie arbeiten, wie ernst sie ihre Arbeit nehmen. Und für ihn war Fußball Arbeit. Er bewunderte die Deutschen und auf der anderen Seite hat er den Holocaust überlebt. Diesen Gegensatz kann man nicht erklären. Er war der Deutsche. Das ist wieder ein Paradox. Jemand, der von der Deutschen verfolgt war, beinahe umkam während des Zweiten Weltkrieges, repräsentiert für die Israelis das Deutschtum oder das Deutschsein, weil seine Trainingsmethoden aus Deutschland gekommen sind. Das macht seine Geschichte so interessant. Das heißt, Leute, die gelitten haben, sind bereit, sich mit dem Täter oder mit den Erben der Täter zu versöhnen. Schon wenige Monate später, im Herbst 1970, begrüßt Edi Schaffer die Borussen wieder in Israel. Beide Mannschaften waren im Sommer erfolgreich. Israels Nationalelf wird bei der WM in Mexiko hoch gelobt. Sie spielen unentschieden gegen Italien und Schweden. Mordechai Spiegler schießt beim 1:1 gegen Schweden das einzige Tor, das Israel jemals bei einer WM geschossen hat. Er ist in erster Linie ein Freund geworden über diese Zeit. Er war wahrscheinlich der beste Spieler Israels aller Zeiten. Mordechai Spiegler ist bis heute ein Nationalheld. Das kommt alles von diesem großen Spiel, das wir 6:0 verloren haben. Stell dir vor, wir hätten 1:0 gewonnen. Wie berühmt ich dann wäre. Mönchengladbach wurde mit seinem Kapitän Günter Netzer, der oft nur durch Fouls zu stoppen war, im Sommer 1970 zum ersten Mal deutscher Meister. Die Fohlenelf kombinierte in der gesamten Saison wie in Israel. Und für Hennes Weisweiler ging ein Traum in Erfüllung. In Gladbach, you have, die Gladbacher hatten wunderbare Spieler. Und die spielten als ein Team, als eine Mannschaft. Okay, as a team, this was. Das ist kein Tennis, kein Marathon, das ist Fußball. Und der Dirigent war Günther.
Er spielte wie ein Tänzer. It was like dancing, you know? Hier gegen Hoeneß, Beckenbauer und Meier. Everything comes to him. Das Spiel kommt zu ihm. Er muss nicht überall hinrennen. Er ist wie ein Magnet. Er ist magisch und intelligent. Er konnte Tore schießen, aber das war für ihn nicht das Wichtigste. Er wollte, dass das Team Tore schießt. Er hatte Laumann, er hatte Lefebvre, er hatte alle um sich herum. Aber wenn es nötig war, dass er Tore schießt, dann machte er das. He made his stamp. Bei der zweiten Israel-Reise haben Herbert Laumann und die Mannschaft neben dem Training Zeit, sich Land und Leute, aber auch die religiösen Stätten Israels anzuschauen. Das war ja alles sehr interessant. Aber wir haben uns da doch sehr demütig verhalten. Doch das legt sich schon nach wenigen Tagen. Und die Männer um Weisweiler und Günter Netzer und jetzt auch Jupp Heynckes haben Spaß. Wir haben uns ganz normal benommen, wie wir uns auch sonst überall benommen haben. In Israel hat sich seit dem Sechstagekrieg das Leben verändert. Die Palästinenser sind jetzt eine Minderheit. Der Nahostkonflikt manifestiert sich. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel haben sich nach dem Fußballspiel deutlich verbessert. Man versucht irgendwie die Figur von Hitler zu überwinden. Und da hat man plötzlich den Ersatz, den Herrn Hoeneß Weisweiler. Zu dieser Zeit war Willy Brandt war Regierungschef und als Regierungschef hat auch Israel besucht und war eher beliebt in Israel. Aber so eine populäre Figur wie Weisweiler kann selbstverständlich noch mehr Effekt haben. 1973 besucht Willy Brandt als erster deutscher Bundeskanzler Israel. Er hat den Borussen den Flug nach Tel Aviv ermöglicht. Im Gegenzug hat dieses Fußballspiel mitgeholfen, ihm den Weg nach Israel zu ebnen. Ministerpräsidentin Golda Meir empfängt den Kanzler mit allen Ehren. In der Shoah-Gedenkstätte Yad Vashem legt Brandt einen Kranz nieder. Es ist der Beginn der Normalisierung ohne Vergessen. In den folgenden Jahren ist die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach häufig in Israel. Die Borussen sind dort im Trainingslager und haben Zeit, sich im Toten Meer oder im Touristenort Eilat am Roten Meer zu vergnügen. In diesen Jahren kann die Mannschaft dann mit Zivilflugzeugen reisen. Ganz normal.